Anfang bis Mitte des 16. Jahrhunderts hat der Schweizer Arzt, Naturphilosoph und Alchemist Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus, die Medizin und das Gesundheitswesen der damaligen Zeit grundlegend revolutioniert. Anfang des 21. Jahrhunderts wiederum in der Schweiz. Der Bauingenieur und Dozent der ZHAW Winterthur, Professor Josef Korat, entwickelt eine Betontechnologie, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gekannt hat. CPC. Diese Carbon-Prestressed-Concrete-Technologie wird bis zum Jahr 2015 zur Marktreife herangetrieben. Seit 2019 wurde dann in enger Partnerschaft mit Holcim eine Produktionsanlage in Deutschland geschaffen, welche seit 2022 diese weltweit einmalige Carbon-Betonplatten herstellt. Wir konnten eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung über das DEBT erwirken und wurden als Gewinner zahlreicher Innovationspreise gefeiert. Wir wurden sowohl für unsere leistungsfähigen CPC-Platten, aber auch für die Technologie, die hinter der Produktion dieser Platten steht, gelobigt und geehrt. Mein Name ist Henry Bösenberg und seit letztem Jahr darf ich meinen Kollegen Andreas Borgstedt und Karl-Dieter Goldzwehr bei Holcim Deutschland in Beratung und Vertrieb von CPC-Elementen zur Seite stehen. Das nachfolgende Video soll uns einen kurzen einleitenden Blick in die CPC-Technologie gewähren. Die Anforderungen an Bauwerke nehmen ständig zu. Dafür werden Bauverfahren und Bauprozesse stetig optimiert und weiterentwickelt. Neue Baumaterialien wie unser Beton mit vorgespannter Carbonbewehrung, kurz CPC, ermöglichen neue Planungsprozesse und bieten starke Argumente im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Diese radikale Innovation, die das nachhaltige, serielle und doch flexible Bauen von morgen ermöglicht, ist Gewinner des Bauma Innovationspreises 2022. Durch den Einsatz nicht rostender Carbonbewehrung kann die Betondeckung auf ein Minimum reduziert werden. So können deutlich schlankere Konstruktionen realisiert und dauerhafte Bauwerke geschaffen werden. Materialeinsparungen von bis zu 80% lassen sich erreichen und reduzieren den CO2-Fußabdruck des Bauteils um bis zu 75%. Besonders im Fertigteilbau ergeben sich neue Möglichkeiten durch unsere CPC-Technologie. Die 2 bis 7 cm dünnen CPC-Elemente lassen sich industriell großformatig fertigen und anschließend auf Maß zuschneiden. Neben einfachen sind auch freigeformte Zuschnitte und Oberflächenbearbeitungen mittels moderner CNC-Maschinen möglich. Unsere CPC-Betonelemente verfügen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT. Damit ist der Einsatz dieser ressourcenschonenden und klimafreundlichen Betonbauteile deutschlandweit geregelt. Die filigranen und dennoch hochbelastbaren Elemente eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bauwesen und im Landschaftsbau, wie beispielsweise Brücken in Leichtbauweise, Balkone sowie Treppen und viele andere innovative Bauteile. Wollen wir nun den Herstellungsablauf etwas näher betrachten. Die großformatige Platte des Spanntisches von 60 x 7 Metern wird in weiterverarbeitbare, kleinere Elemente von 17 x 3,50 Meter aufgeschnitten. Der Kunde sendet seine Wünsche via CAD-Datei an Holcim und diese werden im Werk Essen, Oltenburg, durch CNC oder Wasserstrahlverfahren je nach Formengröße weiterverarbeitet. Das fertige Produkt wird maßgeschneidert auf die Baustelle geliefert und dort millimetergenau vor Ort installiert. Was macht unsere CPC-Platte noch sehr herausragend? Während wir bei einer konventionellen Bauweise sogar 5 Kilo Stahl verwenden würden, kommen wir bei unserer CPC-Platte mit nur 120 Gramm Carbonbewehrung aus. Diese wird mit einer sehr hohen Vorspannung von 2000 bis 2500 Newton pro Quadratmillimeter verlegt und in der Platte sind das dann 2 bis 6 Newton pro Quadratmillimeter. Mit Sicherheit interessiert euch der Aufbau unserer CPC-Platten. Die Elemente sind mit Endlos-Carbon-Roovings bewehrt. Die Carbon-Roovings sind vollständig gestreckt und orthogonal über die gesamte Platte mit einem konstanten Bewehrungsgehalt je Richtung angeordnet. Der Achsabstand der Carbon-Roovings in einer Lage beträgt im Mittel 15 mm. Der Achsabstand der äußeren Carbon-Roovings zum Außenrand beträgt 5 mm. Pro Richtung ist die Vorspannung der Carbon-Roovings konstant und die Vorspannung pro Richtung beträgt 2000 MPa. Nun ist die Höhenlage der Carbon-Roovings für den Tragsicherheitsnachweis der Bietbelastung relevant. In der X-Lage beträgt die Betondeckung 8,5 mm, in der Y-Lage 10,5 mm. Da
da unsere CPC-Platten mit einem Beton der Güteklasse C8095 gegossen werden, erfüllen sie alle Expositionsklassen. So auch XF4, was für hohen Frost- und Haushaltswiderstand steht, eine Klasse, die besonders für unsere Brückenbauwerke interessant und wichtig ist. Ebenfalls von großem Belang ist der Rutschwiderstand. So können wir unsere Platten im gefrästen Zustand mit der 13, in einer gebürsteten Form mit dem Rutschwiderstand der 12 oder auf der Schalungsseite mit R11 anbieten. Wir hatten bereits über unseren Spanntisch in einer Größe von 60 x 7 Meter gesprochen. Hier sehen wir eine bereits zugeschnittene Platte auf das Maß von 17 x 3,50 Meter. Diese Größe ist dann transportfähig oder kann individuell weiter zugeschnitten werden. Die Befestigungsmöglichkeiten unserer CPC-Platten sind sehr vielfältig und wir arbeiten hier mit renommierten Herstellern zusammen. Auf dem Foto sowie den schematischen Darstellungen sehen wir die Möglichkeit, mittels Lenkkopfschraube und Klemmblech die Platten auf Balkonen oder Brücken am T-Träger zu befestigen. Interessiert Sie der Herstellungsprozess unserer CPC-Platten? Nachfolgendes Video wird uns einen kleinen Einblick gewähren. Auf nachstehenden Folien sehen Sie einige Anwendungsbeispiele von CPC. So können die Platten für Balkone sowohl als vorgeständerte als auch als freitragende Konstruktion verwendet werden. Diese können millimetergenau vorgeschnitten werden und auch die Entwässerung lässt sich problemlos lösen. Der individuelle Zuschnitt der Platten lässt eine freie Formgebung zu, was den Architekten erfreut und Baukosten spart. Idealerweise lassen sich mit CPC natürlich auch Treppen herstellen. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, die Bohlen für Terrassen oder Steganlagen einzubinden. Ein sehr breites Anwendungsfeld finden unsere CPC-Platten als Brückenbeläge. Alte Holzbrückenbeläge, welche im Laufe der Zeit morsch oder rutschig geworden sind, lassen sich wunderbar durch unsere CPC-Platten oder Bohlen austauschen. Beim Neubau von Fußgänger- und Radfahrerbrücken haben sich unsere CPC-Betonelemente zum Beispiel im Bau von Hybridkonstruktionen bewährt. Wie auf diesen Fotos ersichtlich, eignen sie sich hier zum einen als idealer Schutz der Holzkonstruktion, zum anderen bieten sie aber auch einen sehr hervorragenden Belag. Eine weitere praxisorientierte Umsetzung unserer CPC-Elemente stellt unsere Modulbrücke Optima dar. Hierbei handelt es sich um eine Brückenkonstruktion, welche bis zu einer Spannweite von 17 Metern als Rad- und Fußgängerbrücke möglich ist. Wir finden an dieser Brücke keine metallisch hergestellte Verbindung, es sei denn, der Architekt hat individuelle Wünsche an das Geländer. Dieses hat eine statische Funktion. So wie bei einer Druckbrücke der Zuggurt dient das Geländer als Druckgurt. Da die Konstruktion extrem leicht ist, benötigen wir auch keine aufwendigen Widerlager. Denn die Konstruktion, hier eine Brücke von 17 Meter Spannweite, bringt gerade mal 14 Tonnen auf die Waage. Bei einer Ortbetonkonstruktion müssten wir mindestens 50 Tonnen anrechnen. Wir befinden uns an der HDWK, der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, genau gesagt am Carbonbetontechnikum, der weltweit einzigartigen Modellfabrik für Carbonbeton und damit der automatisierten Fertigung von Carbonbeton-Fertigteilen. Ich stehe auf einer Brücke aus CPC, aus Carbon Prestressed Concrete, aus vorgespanntem Carbonbeton. Diese Brücke hat eine Länge von 10 Metern, eine Breite von ca. 3 Metern und die Geländerhöhe, die Höhe des Druckgurtes, liegt bei 1,30 Meter. Das Interessante ist, dass diese Elemente nur 7 cm stark sind. Das heißt,
Man kommt mit einem Eigengewicht für die gesamte Konstruktion von 7,6 Tonnen aus, im Gegensatz zu einer herkömmlichen Bauweise in Ortbeton, wo die Brücke bestimmt 40 Tonnen auf die Waage bringen würde. Wir sparen mindestens 70% an Material ein in dieser Bauweise. Diese Brücke wurde beim Dresdner Brückenbausymposium im März diesen Jahres ausgestellt und dort hat sie wirklich für Aufsehen gesorgt. Nun steht das Exponat hier in Leipzig, so soll es aber nicht bleiben, denn für interessierte Kommunen, Gemeinden oder Landkreise ist diese Brücke zum günstigen Preis verkäuflich. Die Brücke ist als Fußgänger- und Radfahrerbrücke konstruiert und als Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 8 Tonnen können aber ebenfalls über die Brücke fahren. Nachfolgendes Video zeigt einmal den Bau einer solchen Brückenkonstruktion sowie den Aufbau der Brücke auf dem Messegelände der Swissbau in Basel. Henry, vielen Dank für die bisherige Präsentation und dass ich jetzt mit Stolz und Freude übernehmen darf. Da die Zeit drängt, versuche ich mich bewusst etwas kürzer zu halten. Liebe Leute, ich bin Carlito Goldsbier und arbeite seit über 30 Jahren bei der Fetra Beton Ferrital Werke GmbH in Ostfriesland.
Als Prokurist und Vertriebsleiter bin ich stolz darauf, euch heute die Vorteile unserer innovativen Technologie CPC Carbon Prestress Concrete anhand eines Brückensanierungsprojekts vorzustellen. In Rauderfehn, wo es viele Kanäle gibt, haben wir erfolgreich die erste von vielen Holz- oder Stahlbrücken mit Holzbelag nachhaltig saniert. Die bisher fälligen Holzbohlen waren nach 15 bis 20 Jahren Nutzungsdauer nicht mehr brauchbar und mussten dringend erneuert werden. Außerdem war die Rutschgefahr auf Holzbelägen viel zu hoch, was durch eine rutschhemmende Matte verhindert werden sollte, wie ihr im Video oder auf den Fotos sehen könnt. Wir bei der Holz im Fertigteile haben den perfekten und zukunftsorientierten Ansatz für die Stahlbrücke gefunden, den ihr auf den Fotos oder im Videoschnipsel sehen könnt. Wir haben der Gemeinde Rauderfehn vorgeschlagen, eine geschlossene CPC-Platte mit einer Gesamtdicke von 40 mm anstelle der bisherigen 80 mm dicken Holzbohlen zu verwenden, um die gesamte Stahlkonstruktion vor Streusalz und Umwelteinflüssen zu schützen. Dieser revolutionäre Ansatz fand sofort Anklang und die Brücke erstrahlt nun im neuen Glanz. Dank unserer hervorragenden Oberflächeneigenschaften, gebürstet R12, ist sie das ganze Jahr über sicher begehbar. Vielen Dank für euer Interesse und weiterhin viel Spaß mit der Präsentation von Henry. Vielen Dank, Kalle, für deinen Beitrag zur Brücke in Rauderfehn. Wie spiegelt sich in unseren CPC-Elementen das Umweltbewusstsein von Holzim wider? Wir haben bereits mehrfach dieses Bild wie hier auf der rechten Seite gesehen. Die hier erbaute Bridge to the Future ist weder ein Sprungturm noch eine herkömmliche Brücke. Sie wurde gebaut, um in einem Schweizer Baustoffwerk in die Sattelmulden der LKWs schauen zu können. Das Interessante dabei, es wurde ein klinkerfreier Zement mit 63% weniger CO2-Emissionen als konventioneller Zement verwendet. Ebenso fand ein Recyclingbeton seinen Einsatz. Und damit konnte der CO2-Gehalt des Recyclingbetons auf 438 Kilogramm CO2 pro Kubikmeter Beton reduziert werden. Die Material- und Baustoffeinsparung durch die Verwendung von CPC-Elementen im Gegensatz zu einer konventionellen Bauweise betrug über 75%. CPC-Elemente sind zu 100% recyclingfähig und damit begünstigten sie unsere Kreislaufwirtschaft. Gemäß unserer Zulassung über das DEBD liegt die Lebensdauer der CPC-Elemente bei mindestens 100 Jahren. Sollte eine Brücke, nachdem sie vielleicht 50 Jahre gestanden hat, nicht mehr benötigt werden, weil sich die Infrastruktur in der Region geändert hat, so geben wir ein Rücknahmeversprechen. Das bedeutet, dass die CPC-Platten auf Qualität und Vorspannung von uns geprüft werden und dann weiterverwendet werden können. So können aus großformatigen CPC-Platten zum Beispiel Balkone geschnitten oder Bohlenbeläge hergestellt werden. Im nächsten Step dann Treppenbeläge oder Pflastersteine. Schlussendlich können die Platten geschreddert, recycelt und ohne Trennung der Bewährung sauberes Betonrezyklat weiterverwendet werden. Denn die gesetzlichen Anforderungen für die Entsorgung von CPC-Platten als gewöhnlicher Betonabbruch sowie für die Verwendung bei der Herstellung von Recyclingbeton können eingehalten werden. Somit sind wir inzwischen Cradle-to-Cradle zertifiziert und auch die EPD für unsere CPC-Betonbauteile liegt inzwischen vor. Was ist mit CPC in der Zukunft möglich? Zwischenzeitlich stellen nachfolgende Bilder gar keine Zukunft mehr dar, denn was Sie hier sehen, das ist schon Realität. Die Leichtbauweise der gesteckten Kassettendecken mit unseren CPC-Elementen wird zum Beispiel im Innovationslabor Krütze in der Nähe von Zürich bereits umgesetzt. Mehrstöckige Gebäude mit gesteckten Decken sind in der Schweiz bereits in Planung und in Dresden werden momentan beim Bau der Carbonbeton-Sporthalle unsere CPC-Platten als Deckenelemente verwendet. In den letzten Minuten haben wir viele Argumente für dieses erste und einzig zugelassene System mit vorgespannter Carbonbewährung gefunden. Erinnert ihr uns? Im 16. Jahrhundert hat ein Schweizer Visionär das Gesundheitswesen revolutioniert. Sie können nun dazu beitragen, dass eine Vision des 21. Jahrhunderts unsere Bauwirtschaft verändert. Haben Sie Fragen zu CPC? Wir von Holz in Deutschland würden uns sehr freuen, wenn Sie dazu beitragen, CPC in Zukunft zu einem Bestseller werden zu lassen. Sprechen Sie uns einfach an, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.